Hallo, liebe Pfadfinder-Freunde, hier sind wir wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker. So, wie man es schon hier so ein bisschen sieht, wir haben in der letzten Runde ordentlich was auf die Mütze bekommen. Wir haben drei schwere Fälle dabei, die alle ja, an der Schule des Todes stehen und im Grunde keinen Schaden mehr kriegen dürfen. Sonst können sie wirklich sterben. Beim Hund weiß ich nicht so genau, was dann passiert. Ich glaube, Gefährten kommen dann irgendwann wieder, sobald man rastet. Aber die anderen sind dann tot. Und die könnte man zwar dann versuchen wiederzubeleben mit einem Zauber, aber ja, möchte ich eigentlich vermeiden. Das kostet sehr viel und ich meine, dann gibt es auch Abzüge. Ja, deshalb müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie zurechtkommen, ohne allzu viel Ärger zu bekommen. Und ich hoffe, dass wir auf der Karte irgendwie Hilfe finden, vielleicht in diesem Dorf am Silberstufensee. Vielleicht gibt es da einen Heiler oder sowas. Keine Ahnung, müssen uns mal ein bisschen umschauen. Oh, hier kann man also runter. Hier ist so eine Schlucht oder was? Oh, Moment. Be on guard. Silent. Oh Mann, guck, schickt mir mal einen Erkundung hier runter. Also hier in die Richtung. Hier sind Tatzelwürmer. Okay. Also ist diese Karte auch wieder so monsterverseucht. Die ist auch recht groß. Also, ja, das fängt jetzt schon wieder gut an, aber vielleicht können wir hier im Fernkampf schon mal einen ausschalten. Okay, hier sind wir also noch. Ja, hier sind noch mehr Tatzelwürmer. Den haben wir schon mal erwischt. Gucken, ob er. Na? Oh, oh, oh. Moment, Moment. Hier zaubert einer irgendwas. That's what I'll do. Nixenschellen wirkt mächtig und hier unten ist eine Nixe anscheinend oder so, die irgendwas gezaubert hat. Okay, wir haben also da eine Nixe aufgeschreckt. Gut, das heißt, I am yours to command. Kann sein, dass die hier gleich auftaucht. Dann schickt mir mal Valerie und Harim nach vorn. Listening as hard as I can. I am prepared. Dann stellen wir unsere Bogenschützen daneben. Knock, knock, unsere drei Angeschlagenen ein bisschen nach hinten. Depend on me. Rotus awaits us. Können wir hier nochmal einen Segen raushauen. I will protect. Ich kann ja schon mal ein bisschen schauen, was, ob uns hier vorne irgendwas erwartet, was garstig zu uns sein könnte. Hier ist auch noch sowas. Guck mal hier runter. Hm. Vielleicht auch hier rauf. Okay, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass diese Tatzelwürmer jetzt hier raufkommen, weil wir die aufgeschreckt haben. Aber ich habe auch Glück. Okay. Hier geht's auch runter. Hier scheint so ein ja, kompletter Abhang zu sein. Was ist das hier? Achso, die Toten. Hier können wir irgendwas plündern. Okay. Mhm. Das ist natürlich mal ein Kommentar. Kann man viel mit anfangen. Gut, vielleicht gehen wir nochmal hier hin. Wir haben die Tatzelwürmer sich jetzt auch wieder beruhigt. Dann können wir nochmal einen von oben erledigen. Das ist schon mal einer weniger. Wenn wir hier runtergehen, ein Feind weniger. Da fällt Staub runter. Cool. So wird das Gelände immer so ein bisschen auch lebendig. So, mal sehen. Aber was sieht, ja. Den können wir sich schnappen. Erledigt. So, den haben wir auch. Oh, da zaubert wieder einer, was? Die wirkt schon wieder mächtige Unsichtbarkeit. Silent. Deadly. Die muss hier unten irgendwo sein.
Die reagiert ja auf unsere Angriffe. Aber wenn wir die so ausschalten können, vielleicht ohne dass wir kämpfen müssen, wäre ja auch nicht schlecht. Also mit der ganzen Truppe. Weil Kundayo braucht im Grunde einen Schuss und kann einen Tatzelwurm erledigen. Aber wir sehen nicht, wir haben nicht genug Sichtweite dafür. Ich weiß auch nicht, was diese Nixe drauf hat. Nixenschelm, keine Ahnung. Jetzt hier runtergehe, könnten landen wir wahrscheinlich genau vor der ihre Füße und die ist getarnt. Das könnte übel werden. Wo es zwei Helferlein jetzt weniger hat. Who's there? Lamash too? Gut, können wir ja vielleicht doch mal vorgehen. Recht große Karte auf jeden Fall, okay. So. That is not far. Oh, hier ist ein Haus. Okay. Dieses Haus war einmal sauber und gemütlich, doch nun sieht es fast verlassen aus. Die Tür ist fest verschlossen. Oh, die sieht aus, als würde sie aufstehen. Oder vielleicht so verrammelt worden oder so. War einmal sauber. Also ist verlassen. Sieht doch eigentlich noch gut in Schuss aus. Hier mit der Truhe. Okay, ja gut. Ich beklaue jetzt hier erstmal nicht die Dorfbewohner. Bevor ich weiß, was hier los ist. Hier ist auch noch was. Vor dir liegen unzählige Papierschnitzel, auf denen in sauberer Schrift etwas geschrieben steht. Der Text ist verblasst und fast nicht mehr zu lesen. Hier. Und hier ist auch noch was. Ein Buch oder was ist das? Mir sieht lustig aus. Oh. Der Brief des Jägers. Oh, wow. Das ist was Längeres. Der Brief des Jägers. Was haben wir da? Weißt du, Lissa, mein Vater hat mich immer getadelt. Er meinte immer, Iva, du hast eine zu lockere Zunge. Ich habe nie auf ihn gehört. Erinnerst du dich noch an den Tag der Paarfindung? Der Sohn des Dorfvorstehers ist zu dir gekommen, hat dir diese schönen Stiefel geschenkt, die nur Damen aus der Stadt tragen. Und seine Diener haben dir ein Fass mit Honig und eine Kiste mit Würsten gebracht. Dann kam Menga, der Schmied. Hat dir einen verzierten Türrahmen geschenkt, meisterlich gefertigte Schlösser und ganze Berge anderer Haushaltswaren und sagte, er würde ein Haus für euch zwei schmücken. Ich kam spät am Abend, nachdem alle weggegangen waren, und brachte dir nur einen Strauß Wildblumen. Ich legte sie auf die Veranda und sagte, ich habe im Wald eine weinende Nixe gesehen. Sie wollte aus meinem Herzen eine Laterne machen, musste aber feststellen, dass mein Herz schon vergeben war. Es bringt Pech, Nixen zum Weinen zu bringen, deshalb, Lady Lissa, willst du in den Wald gehen und das Herz, das du erobert hast, jemandem geben, der es vielleicht dringender braucht? Das ist aber romantisch. Du sagtest, ich sei ein solcher Narr und dann hast du mich geküsst. Zu unserer Hochzeit hast du deine Verwandten eingeladen, die alte Müllers Witwe und den dummen Fischer Eisel. Vermutlich aus Mitleid, weil sonst niemand mit ihm Zeit verbringen wollte. Ich lud die Frösche, den Wind und den Vollmond ein. Bruder Mond, sagte ich, bitte sei so gütig und teile dein Licht mit allen, denn meine Braut ermüdet es, diese Welt allein strahlen zu lassen. Die Frösche sangen mit Eisel und du warst schöner als der Mond und fröhlicher als der Frühlingswind. Schön geschrieben. Ari war fast 5 und Mika gerade 4 geworden. Ich hatte gerade einen Monat lang Fische zur Klippe geschleppt und eine Weivern verflucht, die sich einfach nicht anlocken lassen wollte. Als ich die Weivern endlich anlockte, verfolgte ich sie durch die Büsche und sammelte die silbernen Schuppen ein, die sie verlor. Es wäre einfacher gewesen, unseren Garten mit diesen Schuppen zu verzieren, wenn ich es nicht nachts getan hätte. Dann kam der Morgen und unsere Kinder standen stumm und mit weit offenen Mündern da. Hunderte von silbernen Lichtern funkelten auf Apfel- und Kirschbäumen. Ich verbarg meine zerkratzten Hände in meinem Ärmel und schnaubte. »Das ist nichts Besonderes. Habt ihr noch nie gesehen, wie sich die Sterne in den Bäumen vor den listigen Himmelskatzen verstecken? Du sahst mich stumm an, aber ich konnte trotzdem deine Worte in meinem Kopf hören. Du bist ein solcher Narr, Iva. Ich liebe dich.« Ich weiß nicht mehr,
wie ich auf die Geschichte mit dem Silberdrachen kam. Ich kam spät nach Hause mit einem Birkhuhn, das ich geschossen hatte, und sagte, es war ein harter Kampf. Ich konnte einfach nicht richtig zielen. Dieser Drache blickte immer wieder aus den Wolken hervor und blendete mich mit seinen glänzenden silbernen Flügeln. Du hast einen echten Drachen gesehen, Papa? Nicht den ganzen Drachen, nein, wisst ihr, den Drachen kann man nur sehen, wenn zwei liebende Seelen bei Neumond Hand in Hand auf die hohe Klippe steigen. Ich dachte damals nicht daran, wie dunkel die Nacht oder wie steil der Pfad zur Klippe war, besonders für kleine Füße, oder wie glatt die Felsen nach dem Regen waren. Ich sah dich an und wünschte, es wären wir beide, zwei liebende Seelen, Hand in Hand, die sich zum Himmel schleichen, wie wir es getan haben, als wir kaum älter als Ari und Mika waren. Du erwachtest am nächsten Morgen als Erste und fandest die Betten unserer Kinder leer vor. Du sagtest nichts zu mir. Du sagtest auch nichts, als wir durch die nebligen Wälder gingen. Nichts, als wir Mikas Puppe am Beginn des Pfades zu den Klippen fanden. Du schwiegst, als ich mit Aris Leiche in meinen Armen aus der Schlucht kam. Du sagtest nichts, als Eisel Mikas Leiche brachte, die er weit vorne gefunden hatte, am Seeufer bei der Klippe. Du bist ein solcher Narr, Ivar. Du hast eine zu lockere Zunge. Es war nur eine Geschichte eines deiner dummen Märchen. Wie konnte es so enden? Es tut mir so leid, Lissa. Du hättest den Schmied heiraten sollen. Oder den Sohn des Dorfverstehers. Oder sogar den dummen Eisel. Egal wen, nur nicht mich. Es ist alle meine Schuld. Vergib mir bitte und lass mich gehen. Heute gehe ich zu den Gräbern der Kinder und... Ja. Das war's. Das war alles, was man noch lesen konnte. Und tragische Geschichte, die wir direkt am Anfang finden. Aber schön geschrieben. Und das finde ich halt so schön auch in dem Spiel. Hier findet man immer so kleine versteckte Nebengeschichten oder Briefe und Botschaften, Bücher, wo man sich echt Mühe gemacht hat, so Texte richtig einzufügen und zu schreiben. Die auch wirklich auch gut gemacht sind. As it should be. Das, ja, das zieht dann auch so in diese Geschichte damit rein. Und das jetzt hier sehr tragisch war, also. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Vielleicht treffen wir auf diese komische Nixe. Ah, nicht so schnell, Leute. Ja, Knock Knock ist noch getarnt hier. Knock Knock. Everywhere I go, a pall hangs over everything. Wir machen nochmal einen Segen. Einen Segen auf uns. Me? Knock Knock used to lighting enemies on fire first. This shaman work, not hero work. Gucken wir mal. Kann er jetzt? Ja. Hope it not fight back. So, dann best haben wir jetzt hier den anderen Tatzel. So, bin mal gespannt, wo diese Nixe ist. Wir greifen den mal an. Da. Irgendwo zaubert die. Let us strike as one. This should do it. Nein, 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 du nimmst einen Bogen, du Trottel. Wir müssen hier auch mal wieder umbauen. Ja, das geht so nicht. A calculated risk. Dann wird er schon fertig mit dem. Aber wo ist diese Nixe? Die macht man die meisten Sorgen. So, Amerika, von dem man sich angreifen. Wasted.
Hier ist sie. This will hurt. Okay, knock knock, du bleibst mal woanders. Was ist los? Ach scheiße, die sind verwirrt. Das ist nicht gut. Okay, hat ja aber schon mal Schaden gemacht. Reduziert, okay. Let's try this way. Okay, das ist erledigt. Was ist denn jetzt los? Wieso kriegt er noch Schaden? Okay, Amiri ist verwirrt. Das dauert noch ein bisschen. Knock, knock auch. Das ist aber... Scheiße, die kriegen noch weiter Schaden. Das können wir uns nicht erlauben. Habe ich da nicht so ein... wie heißt es? Magie-Bann, oder? Das müsste doch da auch wirken. Machen wir mal hier auf Position. Dann müsste das eigentlich dieses Verwirren wegmachen, oder? Nee, das wird nicht. Ich dachte, das würde diese Magie wieder wegmachen von der... Okay, das wirkt bei sowas nicht. Dann wissen wir das jetzt auch. Mist, was haben wir denn noch? Gab's da nicht was mit, wie hieß das noch? Ich glaube, das haben wir, oder? Als Rolle? Irgend sowas mit krank, mit heilen? Heilung, 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 Heilung. Nicht die Heilung, irgendwas anderes. Dann haben wir so viel Zeug. Ach, hier, das Reinigung, genau. Mit dem wir eigentlich nichts anfangen können. Das tun wir auch nochmal rein. Yes. So. Ja. Der greift mich an die ganze Zeit, weil er verwirrt ist. Reinigung. Dieser Zauber heilt Schaden und hebt Negativzustände auf, wie erblindet, verwirrt, geblendet, krank, entkräftet, erschöpft, Übelkeit. Okay. Dann machen wir das mal auf Knock Knock. Hat das nichts gebracht? Das müsste jetzt wechseln. Warum ist das immer noch? Das müsste jetzt weg sein. Das hat also auch nichts gebracht. Ha. Das ist schlecht. Hat immer noch Harim angegriffen? Dieses Reinigung scheint dann auch nichts zu bringen. Patience. Dann können wir schon mal direkt eine Gruppenmeinung raushauen. Okay, das klappt ja alles super. So, zumindest haben diese Nixer erledigt. Nixenschelm. 112 Erfahrungspunkte, okay. Hat die irgendwas da. Ne, die hat nichts da, oder? Doch. Ah, Pillepalle. Ja. I need a challenge. Ja gut, sammeln wir mal ein. Hier liegt noch was. Die zerfetzte Leiche eines großen Mannes liegt am Ufer. Zu Lebzeiten war der Mann vermutlich ein erfahrener Kämpfer. Huch, war so schnell weg. Aber letztlich hat ihm das nicht viel geholfen. Du bemerkst, dass die Hand des Toten ein Büschel rotes... Hallo? Rotes Fell umklammert. Wer auch immer diesen Mann getötet hat, ein Tatzelwurm war es vermutlich nicht. Rotes Fell? Okay. Was immer das war. Hier haben wir noch was. Gold und eine Kama. Kama ist ja so eine Sichel, die man, glaube ich, zur Reisernte benutzt oder sowas. In Indien und Asien. Klaue des Weisen. Was ist das? Verbesserung +2. Behende.
Eine Mönchswaffe oder sonst nichts Besonderes. Kostet, bringt aber auch nicht Geld. Okay. Ja gut, warum nicht? Das kann man gut gebrauchen. In due time. So, ansonsten haben ja, hat ja keiner Schaden nur großartig bekommen. So, das hat er natürlich hier gut angefangen. Hier ist der Silberstufensee. Ein kaputtes Boot. All according to plan. Muss auch irgendwo der Ort sein. Oh. Hier haben wir schon mal einen Zaun. Hier ist der Ort dann anscheinend. So, schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Wir haben schon mal ein paar Bewohner, können wir mit denen reden. Ich bin kein Säufer, der Elch hat wirklich guten Tag gesagt. Ja, das passiert schon mal. Der Müller ist so, der Schmied ist so, aber der Dorfvorsteher ist nicht so. Aber er kann so sein, wenn er so ist. Was? Okay. Also mit denen reden wir mal nicht. Kartoffeln. Gut, wer so Blödsinn redet, braucht auch keine Kartoffeln. Sorry, Leute. Strafe muss sein. Ah, hier haben wir jemanden. Ach, das ist dieser Eisel aus dem Brief. Der lebt noch. Ich dachte, das ist eine uralte Geschichte. Oh, ein Zwerg. Ja, hallo, kann er mal grüßen? Also dieser Eisel, ja, also ich hätte jetzt gedacht, diese Geschichte ist uralt lange her. Aber der steht hier noch. Also kann das nicht so lange her sein dann. Der ist jedenfalls, sieht ja nicht uralt aus. Eisel, ein rotwangiger Dorfbewohner, winkt dir fröhlich zu. Hallo, Reisender. Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Nein, uns allen. Der Silberdrache selbst hat den Tag zu einem Festmahl für uns gemacht. Warum, fragt ihr vielleicht? Nur, weil ich meine Handschuhe zu Hause vergessen habe. Nur, weil ich meine Handschuhe zu Hause vergessen habe? Was? Nochmal. Hä? Den Satz verstehe ich nicht. Der Silberdrache selbst hat den Tag zu einem Festmahl für uns gemacht. Und warum? Weil ich meine Handschuhe zu Hause vergessen habe. Hä? Ja, Micknack ist auch verwirrt. Drache, Festmahl, was ist hier los? Also, sag ich doch, ich ging fischen. Aber meine Handschuhe zu Hause vergessen. Also habe ich mir beim Einholen der Netze Blasen geholt. Also konnte ich nicht mehr fischen. Also musste ich Hunger leiden. Hätte ich müssen, musste ich aber nicht. Weil die Fische plötzlich einfach aus dem Wasser gesprungen sind. Also hat unser großer Silberdrache sich um mich gekümmert. Er hat wohl zugesehen und sich gedacht, wie soll dieser arme Eisel mit Blasen an den Händen zurechtkommen? Wie soll er fischen? Was soll er essen? Vielleicht schicke ich ihm lieber ein paar Fische an Land. Ich glaube, ich nehme meine Handschuhe nie wieder mit. Also, ich bringe die Fische immer von alleine aus dem See. Das wäre toll. Also, hat er einen an der Waffel? Oder was? Was erzählt er da? Okay, das ist eher so ein simpler Charakter, wie ich so einen Eindruck habe. Okay, wir fragen mal ganz dumm. Erzähl mir mehr von diesem angeblichen Drachen. Oh, ja, er ist ein riesiger Drache, ein Silberner. Deshalb heißt er Silberdrache. Wow. Er ist sehr gütig und hilft uns immer. Dieser See ist eine seiner Fußabdrücke, der sich mit Wasser gefüllt hat. So ist der See entstanden. Ich habe einen seiner Schuppen. Sie ist mein Glücksbringer. Der Fischer hält stolz seine Schuppe hoch, die an einem Faden um seinen Hals hängt. Iva hat sie mir gegeben. Ah, Iva, ihr könnt ihn ja suchen. Vielleicht schenkt er euch auch eine. Wie, ihr lebt noch? Oder bildet er sich das auch ein? Hä? Erzähl mir mehr über die Fische. Ich will das unbedingt wissen. Geh einfach zum Ufer und seht selbst. Sie springen geradewegs aus dem Wasser. Wir kommen kaum hinterher, sie einzusammeln und zu pökeln. Seit dem Morgengrauen haben wir schon drei Fässer voll. Und unsere Fässer sind richtig groß. Keine gewöhnlichen Fässer. Nein, natürlich nicht. Wir desillusionieren ihn mal vielleicht ein bisschen. So große Drachen existieren nicht. Vielleicht nicht. An anderen Orten. Vielleicht ist unser Drache einzigartig. Die Stimme des Fischers ist voller Stolz. Habt ihr diesen Drachen jemals mit eigenen Augen gesehen? Natürlich, vorgestern und vor zwei Monaten auch. Der Händler Berwi sagt, ich wäre ein Narr und ich sei nur eine Gewitterwolke gewesen, aber das ist Unsinn. Vielleicht hat er auch recht mit dem Narr. Was hat jetzt dieser Drache genau getan, um euch zu helfen?
Er hat uns Ivar geschickt. Naja, eigentlich nicht geschickt. Ivar war schon vorher hier. Aber er war nur ein Jäger, kein Drachen, keine Drachenstimme. Ah, okay. Als Ivar zur Drachenstimme wurde, ist plötzlich alles besser geworden. Die meisten Banditen sind von der Straße verschwunden. Die Monster haben aufgehört, uns im Wald anzugreifen. Und die Wölfe reißen nicht einmal mehr unser Vieh. Und jetzt auch noch die Fische. Ja, der Silberdrachen ist der beste Drache aller Zeiten. Hä? Was geht hier ab? Genug fürs Erste, mein Freund. Wir fragen nochmal ganz... Das Trinkspiel könnt ihr jetzt starten, wie oft ich immer, wenn ich das frage. Wer seid ihr? Ich bin Eisel, ein Fischer. Ich meine, ich war Fischer, als ich noch gefischt habe. Jetzt fische ich nicht mehr. Ich bin also auch kein Fischer mehr. Eisel runzelt die Stirn, während er über dieses Rätsel nachdenkt. Okay. Reden wir über diesen Jäger. Ivar, nicht wahr? Ja, Ivar ist ein guter Mann. Wer ist das? Er ist die Drachenstimme. Der Silberdrache sagt ihm Dinge und Ivar sagt sie dann uns. Als der Drache zum Beispiel die Wölfe aus unserer Herde gejagt hat, das hat der Ivar erzählt und Ivar dann uns. Und als er die Monster vertrieben hat, damit sie uns nicht angreifen, das hat auch Ivar erzählt. Wir bekommen lauter gute Neuigkeiten von Ivar. Okay. Vielleicht tut auch Ivar nur so und macht das selbst und erzählt ihm dann, das wäre der Drache gewesen, und weil er halt gerne Geschichten erzählt. Ich weiß es nicht. Nach seinem Brief zu urteilen. Also wenn dieser Ivar wirklich noch lebt, ist er ja eben so ein Geschichtenerzähler. Dann tut er aber einiges aus dem Hintergrund für dieses Dorf. Anscheinend lebt er hier aber nicht mehr. Dann, komisch. Ja, wir können ihn mal fragen. Habt ihr eine Ahnung, wer ich bin? Ich bin euer Baron. Das ist ja großartig. Glaube ich? Wisst ihr was? Ich sollte erst mit Ivar reden. Er kann den Silberdrachen befragen, wie großartig es ist. Ivar ist hier ein wichtiger Mann und der Drache ist doch wichtiger. Was, wenn er nicht will, dass irgendein fremder Baron hier herumbaroniert? Okay. Na, wir können uns später nochmal unterhalten. Leb wohl! Oh Gott. Ja, der hat so ein bisschen Probleme. Das Haus sieht aber auch nicht gut aus. Wahrscheinlich baut er auch kein Haus mehr, weil aus irgendeinem Grund der Drache und ich weiß es nicht. So, was sind das hier für Fritzis? Mit denen kann man nicht reden. Mary ist schön, Nüter ist gütig. Wie soll ich da entscheiden, warum ich mich eine Ziege kaufen soll? What? Ich glaube, die sind alle hier ein bisschen komisch. Was habe ich da für einen Ort gefunden? Was ist das hier? Okay. Ein Heiltrank. Gut, bevor es verrottet hier. Die können damit eh nichts anfangen. Also Eisel auf jeden Fall, glaube ich, nicht. So, wo sind hier die Fische? Hier haben wir das Ufer. Anscheinend. Huch. Harim. Okay. Wer hat was gesehen? Wo denn? Hier. Ach du Scheiße. Hier war. Hier hat einer Zeug versteckt. Ja, ein Heiltrank, den können wir gebrauchen. Und nochmal helfen. Halt, ein Heilzauber können wir auch gebrauchen. Follow my lead. Listening as hard as I can. Ja, wir könnten Knock-Knock mal so ein paar Fläschchen hier reingeben. Haben wir hier Säurenebel? Das gibt denen auch nochmal Rettungswürfe und so weiter. Gut, das kann er auch gebrauchen. Amiri könnte das auch. Die müssen wir eh aufpassen. Aber ich sehe keine Fische, die rumspringen, muss ich sagen. In due time. Hätte er sich das auch nur eingebildet? Keine Ahnung. So hundertprozentig zuverlässig schien er mir nicht zu sein. Oh, hier ist auch nochmal was. Ach du Scheiße. Brennende Hände. Können wir leider nicht benutzen. Wir haben keinen, der solche Stäbe benutzen kann. Wir sehen das mal als Steuern an, die wir jetzt hier dafür eintreiben. Okay, hier ist das Ufer mit Schiffchen und so. Diese Fischerboote haben schon bessere Tage gesehen. Offenbar ist heute niemand mit ihnen auf den See gefahren. Okay. Hier ist auch noch was. Naja, komm, wir lassen ihn das jetzt mal. Wir werden nicht alles hier klauen. Normalerweise mache ich das hier auch nicht. Aber wenn es so guter Loot ist. Komisch mit diesen Fischen. Naja, gut. Oh, hier ist auch noch was. I did it. Oh. I did.
Jetzt geöffnet. Ah, ihr musstet dafür nochmal einen Trickwurf machen. Dann hat das Schloss geknackt. Was haben wir da? Oh. Ein Amulett der natürlichen Rüstung plus 2. Da weiß ich auch schon, wer das kriegt. Wo ist denn das jetzt? Boah, ich habe so viel Schrott dabei. Jawohl, damit könnten wir ihn noch auf 23 bringen. Sehr schön. Alle anderen haben alle ein Amulett. Ja, tatsächlich, haben auch so ein gutes schon. Na gut. Ja, dann war das ja nicht schlecht hier. Ist Linzi? Nee, das ist ein Lydica, ist das. Ach, wäre ich doch Zauberin. Ich würde einen Zauber finden, mit dem sie sich die Kessel selbst putzen. Okay. Meine Ziege ist verrückt. Sie will sich an die Stute des Dorfvorstehers heranmachen. Was ist hier mit diesem Ort? Haben die irgendwas im Wasser? That is not far. Okay, ich dachte, das ist eine friedliche Stadt, aber es ist auch kein großer Ort, wie es aussieht. Und die sind alle ein bisschen durchgeknallt. Okay, hier haben wir Brevis. Willkommen bei Brevis Straßenverkauf. Sein Akzent und seine Kleider nachzuurteilen, stammt dieser Händler nicht von hier. Okay, dann müssen wir das ändern. Willkommen auch bei Brevis Straßenverkauf. So. Was ist denn hier für ein Aufruhr? Ihr meint diese Fischer, die ans Ufer springen? Der Händler runzelt die Stirn. Diese Narren glauben, das wäre ihrem Schutzpatron zu verdanken, dem Silberdrachen. Angeblich hat er beschlossen, den Dorfbewohnern ein Festmahl zu bereiten und ihnen dieses Geschenk zu schicken. Narren, ich weiß nicht, warum die Fische wirklich springen, aber wenn ihr mich fragt, sollte man sich von den Fischen und dem See fernhalten. Okay, wer hat hier das Sagen? Huch. Hab ich das hier nicht angeklickt? Der Händler grinst. Iva, ein gerissener Kerl, wirklich. Hat den ganzen Gegend weiß gemacht, dass er ein Auserwählter sei. Die Stimme des Silberdrachen. Die Deppen hier hören alles, was er sagt und tun alles, was er verlangt. Es wundert mich, an so einem entlegenen Ort einen Händler zu sehen. Ah ja, für gewöhnlich kaufe ich bei den örtlichen Jägern Felle, aber manchmal haben sie auch interessante Trophäen. Nicht verwunderlich bei den vielen Monstern, die in diesen Wäldern leben. Wir haben einen Wahrnehmungswurf gemacht. Erfolgreich. Aha. Diese Waren sehen nicht nach Jagdtrophäen aus. Sie wirken eher wie Beute eines Räubers. Oha. Das hat geklappt. Einschüchtern. Das Gesicht des Händlers bleibt ausdruckslos. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht, euer Gnaden. Das sind ganz gewöhnliche Waren für diese Gegend hier. Wisst ihr? Nicht, dass ich etwas damit zu tun hätte, aber ich hatte noch gar keine Gelegenheit für etwas, unsere für die Baronie zu spenden, wissen Sie? Na, Valerie schürzt voller Verachtung die Lippen. Leute wie er glauben, dass man alles kaufen kann, selbst Gesetze und Herrscher. Ja, wir nehmen jetzt hier keine Bestechungsgelder an, das wir Micknack nicht machen. Vielleicht erzählst du mir erstmal, woher du die Waren hast. Der Händler sieht dich misstrauisch an. Schon gut, im Norden gibt es eine Höhle. Dort haust eine Bande von nicht ganz gesetzestreuen Burschen. Böse Zungen würden sie als Banditen bezeichnen. Ich verkaufe Dinge, die sie erbeutet haben, aber ich habe selbst nie jemanden beraubt. Davon gebe ich euch mein Ehrenwort, ja. Ein Hehler. Ja, ein Greifen, das finde ich jetzt albern. Wir machen jetzt hier nicht Exekutionen, aber einfach mal so. Aber ich nehme auch keine Spenden an, dann bleibt eigentlich nur noch das übrig. Willst du mich etwa jetzt bestechen? Falls du je wieder mit deinem alten Verbrechen anfängst, bekommst du es mit mir zu tun. Dein alten Verbrechen? Den kenne ich doch gar nicht, oder? Wie meine ich das? Komisch. Brevis. Gewiss, ja, natürlich. Begeisterung schwingt in der Stimme des Händlers. Glaube ich nicht. Valerie blickt dich nachdenklich an. Glaubt ihr, er wird Wort halten? Wobei, wenn ich es mir recht überlege, ich weiß, wie überzeugend ihr sein könnt. Da hat sie nicht ganz unrecht. Kann ich deine Waren sehen? Wenn, dann komm ja mal reingucken, was der so hat, okay? Nur gar nicht so viel. Puh.
Gut, das brauchen wir alles nicht. Ketten und Plus Zeit brauchen wir auch nicht. Das hat Amiri bereits. Genauso an Schilde brauchen wir nicht. Das ist aber teuer. Yes. Na gut, sowas hat ja eigentlich auch in Kundayo schon, ne? So ein Beil. Ich mich nicht irre. Eine Eisstreitaxt, ja. So ein Ding brauchen wir nicht. Kurzschwert plus 2 bringt uns auch nichts. Der Bogen wäre interessant, hätten wir uns Octavia dabei. Der könnte besser sein als den Kurzkompositbogen, den sie hat. Ansonsten hätte jetzt nichts so Interessantes. Okay. Naja, in diesen Höhlen wird wahrscheinlich auch nicht so viel toller Loot sein. Aber wir können was verkaufen, weil wir haben so viel Zeug hier dabei. Ja, das Ding wiegt auf jeden Fall viel, die Robe der Luft. Das weiß ich noch nicht, ob ich die brauche noch. Hier diese Goldringe können alle haben. Das Glump hier. Ich weiß nicht. Ob das hier nicht in der Stadt mehr bringt? Keine Ahnung. Aber wir können auch mal diese ganzen ganzen Sachen hier los. Diese ganzen Goblin-Schwerter. Diese ganzen Dolche hier mal loswerden. Da nehmen wir auch gleich schon mal ab hier. Aber so viel Pfund habe ich so schnell noch nie abgenommen. Nicht, dass ich das nötig hätte, aber Behänder Leichtstreit, ja, dann können wir auch loswerden. Baum nicht, den Blitzbehänder brauchen wir auch nicht. Den können wir auch noch verkaufen. Entzaubter. Keiner kämpft mit einem Falkata von uns. Das lassen wir mal. Die Kuhkries würde ich vielleicht nochmal behalten. Das brauchen wir auch nicht. Puh, ja, können wir auch nicht gebrauchen. Hier noch einen Bogen. Hier auch noch. Moment. Das haben wir alles. Kukri, Bolsterstück brauchen wir auch nicht mehr. Dann haben wir hier diese ganzen Kurzschwerter. Ja, oh, jetzt sind wir aber echt viel Zeug los. Hier haben wir noch ein Langschwert, eine Sense, eine Sichel, ist auch nichts Besonderes. Der Sverderm für Lulatsch, für den Goblins. Das ist aber auch nur ein normaler Speer eigentlich. Den Wurfspeer benutzen wir auch nicht. Die Kukris will ich nochmal behalten, wer weiß. Und den Donner auch. Der hat ja diesen Blitzschaden. Den würde ich vielleicht nochmal behalten. So, jetzt haben wir 33.000 kriegen wir jetzt dafür. Diese Bärenfälle können wir eigentlich auch haben. Dann haben wir schon mal ein bisschen weniger Gewicht. Und hier diese ganzen Eulenbärpelze. Ja, die wiegen auch nur. Plus 2. Den plus 1 können wir auch haben. So, 34.000. Von diesen ganzen Schutzringen, den brauche ich eigentlich auch. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch einen brauchen. Für einen, der in der Stadt noch ist. Ich weiß nicht, Octavia und so, Jubilos. Ich glaube, die müssten alle einen haben. Aber egal, nee, wir müssen ja nicht alles verkaufen. Aber wir haben zumindest jetzt mal gut Gewicht verloren und 35.000 Gold kriegen. Ja, ich hoffe, der hat zu viel Kapital dabei, der Junge. Halleluja. Vielen Dank, du Hehler. Aber zumindest haben wir ihn auch nicht viel Geld abgeknöpft. Ja, aber diesem Ort ist irgendwie, hier ist keiner, mit dem man irgendwie richtig vernünftig reden kann. Die scheinen entweder alle irgendwie, ja, einen kleinen Dachschaden zu haben oder nichts Vernünftiges. Was ist hier? Das Angelzeug ist trocken und gut verpackt. Es wurde offensichtlich länger nicht benutzt. Komisch. Also die müssen wahrscheinlich alle nicht mehr angeln, weil die Fische von selbst ans Ufer springen oder so. Hier haben wir noch eine Truhe. Did it without breaking it. Hat auch wieder erfolgreichen Trinkwurf gemacht. Oh, ein neues Rezept. Gegrillter Silberaal. Dafür brauchen wir Butter und Silberaal. Nehmen wir alles mit. Ein neues Rezept. Mal sehen, was uns das gibt. Haben wir's? Schwupp. Butter brauchen wir dann noch. As it should be. Butter bei die Fische sagt. Oh, hier ist auch noch was. Ist hier denn keiner, mit dem man mal vernünftig sprechen kann? I did it. I did.
Oh, Butter. Cool, dann haben wir alles zusammen, was wir brauchen. Mit der kann man auch nicht reden, ne? Komisch. Wo läuft... Okay. Hm. Du musst immer einen Besen an einer auffälligen Stelle stellen. Dann denken alle, dass du fürchterlich viel zu tun hast. Also, das ist ein guter Tipp. Ja. Ja. Aber hier gibt es anscheinend keinen, der eine vernünftige Auskunft geben kann. Was hier eigentlich los ist. Da hier hat man noch dieses da, ne? Ja, komm, wenn schon. Wir haben ja schon eben im Klauen angefangen hier. Wir haben die Steuern angetrieben, sagen wir mal so. Ich weiß ja nicht, ob die Leute hier ordentlich ihre Steuern bezahlen. So merkwürdig wie die sind, kann das sein, dass die das vergessen. Dieser Besentrick ist beliebt hier, oder? Die sind alle ein bisschen merkwürdig, echt. Und kein kann mir hier reden. Ich bin's leid, Fischerin zu sein. Ich werde Piratin. Wenn jemand Fischsuppe kocht, dann komme ich. Und rufe Suppe oder Leben. Das ist ein guter Plan. Ach du grüne Neune, ey. Also Eisel, ich glaube, mit dem brauchen wir auch nicht nochmal reden. Nee, der hat. Wenn überhaupt, keine neuen Erkenntnisse. Und hier ist anscheinend auch nichts in der Hütte. Schade, ich dachte, hier wäre irgendwo jemand, mit dem wir mal vernünftig reden können. Aber anscheinend ist hier niemand. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Oh, hier ist ein Schreckenswildschwein. Das können wir ja mal anlocken. Focus on the goal. This should do it. Who will prevail? Does it matter? Your life is now. Die dürfen jetzt kein Gegner sein für uns. Schreckenswildschweine. Okay, dann jo, haben wir noch ein bisschen was Fleisch zum Essen. Zum Essen haben wir jetzt echt genug. In due time. Aber zum Heilen, das ist unser Problem. Ja, aber das gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es ja weitergeht. Ob wir da einen Heiler finden, ob wir uns irgendwo ausschlafen können mal. Und was uns hier auf der Karte noch erwartet. Ich fürchte, dass hier nur einige Monster sind, aber anscheinend niemand, der irgendwie so seine Sinne beisammen hat. Vielleicht finden wir ja irgendwo außerhalb Ivar, weil der scheint hier die Schlüsselrolle zu sein. Keine Ahnung. Aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden, denke ich mal, hoffe ich mal. Und dann sehen wir uns wieder hier bei Pathfinder Kingmaker. Please not rap score. Bye, bye.